Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Meteor Pictures Gaming. So, es tut mir leid, würde ich erstmal sagen, dass in den letzten paar Tagen kein Video rausgekommen ist, aber ich hatte anderes zu tun. So, jetzt geht's weiter mit Kingdom Come Deliverance, denn es ist gerade ein neuer Patch rausgekommen und das war kein kleiner. Dieser Patch war 1,6 GB groß. Ich hoffe einerseits jetzt das Beste. Der hatte übrigens damit zu tun, dass es jetzt neue Untertitelsprachen gibt und so, die wir jetzt aber nicht umstellen. Ja, einerseits hoffe ich das Beste, andererseits habe ich jetzt ganz, ganz dolle Sorge, dass wir wieder von vorne anfangen müssen. So wie letztes Mal. Wir werden sehen. Ich habe ziemlich doll Angst davor, dass das jetzt wieder passiert, so wie letztes Mal, dass wir von vorne anfangen müssen. Weil das wäre echt ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Dann würden wir aber das nächste Mal einfach die anderen Sachen weglassen. Wir würden direkt zu dem Lager dann reiten. Im Wald und dann das direkt inspizieren. Gut. Wir sind noch da. So, die Leute spawnen jetzt hier erstmal keinen Schreck kriegen. Das war letztes Mal schon so, wie ich halt schon gesagt hatte. So. Und jetzt hoffen wir, dass jetzt funktioniert. Dann gleich. Und wenn nicht, dann muss ich mir was überlegen. So, erstmal warten, bis alle Shader und so geladen sind. Wahrscheinlich wurde uns mit dem Patch keine Fackel wieder hingepatcht. Nee, leider nicht. Ach, schade. Wäre ja schön gewesen. Aber warum auch? Macht ja keinen Sinn. Auch das ist sehr schick da oben. Es ist schade, dass wir da jetzt natürlich nicht hin können, aber andererseits auch ganz gut, weil so sehen wir nicht zu viel in der Beta. Sag mal, da vorne steht gar keiner mehr. Stehen die jetzt woanders? Könnte ganz gut sein, könnte aber auch nicht gut sein. Es wird hier auch wahrscheinlich kein langes Video. Ich werde jetzt erstmal nur ausprobieren, ob das Ganze geht. So, ich hoffe es sehr. Nein. Aus irgendeinem Grund möchte das Spiel nicht, dass ich diesen Sack Äpfel öffne, denn es stürzt dabei direkt ab. Schön. Die Frage ist, warum? Ich würde sehr darum bitten, falls es jetzt irgendwie jemand sieht, von Warhorse oder der irgendwie involviert ist, einfach, also ich bitte nur um Aufklärung, einfach, also was es damit auf sich hat, ob das schon bekannt ist, ob das ein Bug ist oder ob das halt absichtlich ist, damit man da halt noch nicht weiterkommt in der Beta. Ich würde es gerne wissen. Ja. Und dann sehen wir uns sozusagen gleich, was dann für mich natürlich erst morgen oder so sein wird, wenn ich da dann in der Lage bin, dieses ja, Problem irgendwie vielleicht zu lösen oder es gelöst habe. Wir müssen es sehen. Eventuell muss Kingdom Come Deliverance ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen, aussetzen. Das wäre sehr schade. Ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber ich möchte nur darauf hinweisen, es kann sein. Was mich dann dazu führt, nein, ist, wir werden uns nicht gleich wiedersehen. Ich werde das Video so hochladen, damit ihr diese Info habt. Also bis dann, hoffentlich. Schon jetzt im gleich danach hochgeladenen Video. Und ja, sonst, andernfalls, ja, sehen wir uns halt erstmal in einem anderen Let's Play vielleicht wieder. Oder halt, in dann ja, 1, 2 Wochen, wenn ich irgendwie dieses Problem behoben habe. Bis dann und
und tschüss.